Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Ja, wir haben in der letzten Folge hier diese, oder beziehungsweise bei drüben beim Atomreaktor ein bisschen rumgespielt noch, damit es besser funktioniert. Wir müssen aber auch schauen, was ist hier los? Über unsere Verordnungen. Oh, ich will irgendwas noch. Ah, ich habe euch noch zum Beispiel auf Leistungsschub. Okay. Zwei Sauerstoffstripper, die auch noch. Okay. Aber was zieht denn noch so viel? Das Forschungslabor braucht auch was. Das Uranbergwerk braucht was. Und zwei Verordnungen. Gesundheitssteigerung. Unterkämpfe sind sinnvoll. Achso, den Wachstumsschub könnte ich immer auch was machen, ne? Aber wir sind aktuell noch gut mit Arbeitern. Wie viel Arbeiter braucht denn Anlage hier? Vier, das sollte sich also gut ausgehen. Wir müssen das Ganze ein bisschen umbauen, so dass das funktionaler ist. Weil ich glaube, so geht das nicht unbedingt weiter. Ich hätte gerne doch vielleicht, dass wir für jedes einzelne eine eigene Anlage haben. Bedeutet, ich würde jetzt einfach mal das hier aufbauen und dann überlegen, wie wir das am schlausten nutzen. Also, jetzt sagen wir mal, wir fangen, das ist der Ausgang. Ich würde so anfangen. Das ist die erste, das kriegt den Siliziumwaffer rein. Er hier. Er macht immer die A-Varianten. Wir haben vier A-Varianten. Alter Verwalter, okay. Sinnvoll ist auch, dass wir dann sagen, okay, wir machen es Flip. Ja. Ah, okay, das ist schon so. Und es sind immer drei in einer Reihe, ne? Bedeutet, wir kopieren das jetzt mal. Hier mal den Siliziumwaffer, der gibt 1A raus. Der macht dann das 1A zu 1B. Und das wird dann zu 1C. Du machst 1C zu 2A. Von 2A machen wir dann 2B. Und von 2B machen wir dann 2C. Interesting, vom Aufbau her relativ ähnlich. Das Ganze kopieren wir jetzt einmal. Ich würde sagen, so viel Platz dazwischen. Ich kann das bestimmt noch verringern, aber fürs erste Mal einfach angeguckt. Weil du nimmst jetzt den 2C und machst daraus 3A. Aber ich muss das hier natürlich überall wieder ausschalten oben. Aus 3A machst du 3B. Und du machst aus 3B machst du 3C. Gut, du machst aus 3C 4A. Und aus 4A machst du 4B. Und du machst aus 4B Mikrochips. Gut. Und das Ganze musst du jetzt natürlich anschließen, weil du brauchst immer für die eine Stufe Wasser und Säure.
Also es ist immer wieder, das ist genau, deswegen haben wir es auch so gemacht gehabt. Weil du brauchst halt immer wieder dasselbe. Weil ich brauche Gold hier und dann brauche ich Gold da, aber da brauche ich wieder Wasser und Säure und die brauchen wir Wasser und Säure. Ah, das gleiche kann ich relativ easy handeln. Also erstens ist ja der Vorteil, hier geht's rein. Und hier brauchen wir eigentlich nur ein flaches Förderband. Dann machen wir einen Zweier hin, das reicht vollkommen aus. Dasselbe einmal hier. Gut. Also die Anlage werden wir dann gleich nochmal abreißen wahrscheinlich. Den Zugang vergrößern wir gleich mal auf einen Zweier. Der nimmt auch nur 4, die er produziert auf einen Schlag, ne? Ne, er produziert doppelt so viele. Bedeutet, wir könnten das Ganze verdoppeln natürlich. So, warte mal. Also am schlauesten ist es, ich schneide das mal kurz aus. Irgendwo, wo ich ein bisschen mehr Platz habe zum Designen. Wenn wir die ganzen Zugriffe dann von unten machen. So, bedeutet, wir müssen hier unten eine Wasserstick mal von oben rein. Aber wir brauchen einmal eine Goldlinie jetzt zum Beispiel. Gold kommt mit einem flachen Förderband rein. Ich versuche jetzt mal aus Interesse. Ihr müsst auch beide mit dem Ding rein, ne? Kurz denken, was ist, wenn ich... ...dich so reinschicke? Weil zum Beispiel die Idee dahinter, dass ich hier unten drunter das Gold durchziehen könnte. Man könnte es ja auch wiederum so machen, dass man sagt, man geht. Und dann sollte ich rein theoretisch. Das Ganze ausschneiden können und eins nach drüben bewegen, richtig? So. Dann kann ich nicht mit dem hier einfach ein flaches Förderband 2 nehmen. Nach hier anschließen. Und hier haben wir sozusagen den Dreierzugang. Indem wir das Ganze bekommen. Und dann machen wir es uns ganz easy. Warte, vielleicht machen wir das dann nochmal.
bisschen anders designen. Flaches Spider-Man 2. F. So. Dann haben wir hier den Zugang sozusagen. Hier wieder Flüssigkeit. Das Ganze muss ich mir jetzt nochmal ein bisschen... Was ist mit meinen Mitarbeitern passiert? What the fuck? Wo sind die ganzen hin? Mitarbeiterwachstum 3 bitte und das hier. Wo sind die ganzen hin auf einmal? Und das Ganze kopieren wir jetzt eigentlich nur noch auf die... Ah ne, warte mal, hier ist ja wieder andersrum. Aber hier müssten wir es rein theoretisch gleich machen. Außer... Warte. Wir gehen direkt Full Mayhem. Brauche ein bisschen mehr Fläche gerade mal, warte mal. Full Mayhem, hier hin. Und... kopieren den kompletten Teil hier. Hier rüber. Dann sind die Anschlüsse hier wieder gleich. Das ist mega cool. Bedeutet, ich kann hier alles, was dazwischen ist, kopieren. Hier ansetzen. Das nehmen. Und so machen. Dann haben wir quasi schon alles ready. Außer dich hier. Okay, da fahren wir halt hier ins... So, dann haben wir dich. Das ist ja doof. So, meinetwegen. Dann nehmen wir als nächstes dich und binden dich da unten an. Das ist genau der Dreierplatz, den wir jetzt überall auch sonst haben. Wait, ich bin dumm, ne? Flache Aufzüge. Obwohl, das braucht dieselbe Fläche eigentlich, ne? Also ich spare mir hier nichts, weil ich kann... Warum kann ich dich hier anschließen? Hier anschließen? Doch, jetzt kann ich dich hier auch anschließen. Damit spare ich mir nochmal zwei Fläche, ne? Warte mal. Wenn ich hier so gehe... Dann kann ich einfach die flachen Förderbänder hier nehmen. Viel gechillter. Das probieren wir jetzt hier auch nochmal. Warte mal. Lass einfach, wenn ich die andere Seite nehme.
Prinzipien setzen es genauso hier an. Und es hat sich direkt umgewandelt. Nice. Cool, und dann kann ich flaches Förderband 2 bis hier ziehen. Dann schnippel ich hier 2 ab. Gehe auf hier ausschneiden. Gott, es gibt halt echt neue Möglichkeiten, ne? Das bedenkt man gar nicht so. Asche, warum sagt ihr mit... Fuck! Aber okay, das sollte kein Problem sein, weil ich muss ja nur... Aber was habe ich jetzt gelöscht? Den Start. Bedeutet, ich muss nur das Ende nochmal kopieren. So. Und dadurch, dass das relativ gleich ist, gehe ich hier einfach auf Kopieren, nehme das hier und setze das hier an. Der kurze Schockmoment, wo man denkt, man hat jetzt alles gelöscht. So, mit dem Wasser kommen wir immer noch drüber, ne? Ja, easy. Gut, dann muss ich das nur noch mal genauso hier zwischensetzen. Das rausreißen. Das rausreißen. Das abnehmen und das wegtun. Und dann sozusagen nur noch das reinkopieren. Einmal kopiert. Dann ausschneiden. Wait, was passiert gerade? Wir haben keinen Strom mehr. Okay, warum? Ich habe gerade irgendwie vollkommen den Überblick verloren, oder? Warum bist du auf Null? Wait, what? Warum sitzt der auf einmal auf Null? Der hat ja nicht mal keine Arbeit mehr oder sowas. Oh fuck, okay. Oh. Das Ding kriegt auch mal Priorität 1. Jetzt muss der Reaktor... Oh fuck, mir ist der Reaktor übergegangen. That's a problem. Oh Gott, ich habe keinen Reaktor, kritische Temperatur erreicht und wird abgeschaltet. Deswegen ist er auf 0. Ständig gleich wieder auf 2. Weil wir... Gott, da läuft gerade so viel wrong. Holy shit, warte mal. Warum hatten wir jetzt nicht mehr genug... Ah, das war wahrscheinlich genau das, was ich vorhin vorher gesagt habe. Fuck, warte mal. Genau deswegen sollte man nicht kein Backup haben. So, du füllst jetzt hier auf, richtig? Richtig, gut.
Wir kriegen ihn mal wieder auf Normalbewegung. Die Priorität... Alter, what the fuck? Alter! Wo habe ich mich hier rein manövriert? Leck mich am Arsch. Ich war so abgelenkt, dass ich das alles übersehen habe. Ich habe die Arbeit jetzt auch... Aber warum mache ich Minus? Weil Gesundheit niedrig, weil Grippe moderat. Oh, fucking Schirfell. Ich sollte echt mal vielleicht doch in Ding investieren, ne? Fuck, 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 fuck. Panik. Krieg die Krankheit unter Kontrolle, bitte. Ich muss den Generator währenddessen zum Laufen kriegen. Die ersten Generatoren laufen wieder. Weil ihr alle defekt seid, das kriegen wir schon wieder unter Kontrolle, keine Sorge. Achso, nee, weil ich jetzt hier das Ding drüber baute, warte mal. Das können wir schnell lösen. Aha, was habe ich getan? Was habe ich getan? Ihr kriegt Prio. Weil die Generatoren brauchen Wasser. Und wenn wir unser Wasser nicht wieder zum Auffüllen kriegen, haben wir ein Problem. Wir haben wieder Backup-Speicherwasser. Gut, wir können die Generatoren vielleicht doch nochmal hochfahren. Warum geht hier kein... Das darf nicht passieren. Wir erhöhen die Last. Generatoren, kommt schon, wir schaffen das. Wir kriegen immer mehr Leute wieder rein. Das sollte dann langsam unser Arbeiterproblem hoffentlich lösen. Unsere Wartungsanlagen sind aber, glaube ich, auch mit Priorität nicht vollgestopft. Was bedeutet, ihr seid nicht auf Prio gesetzt. Dadurch, dass die Anlage hier auch down ist, kann ich mir keine Einigkeit mehr schalten. Scheiße! Okay, aber dafür haben wir immer so einen Backup-Block eigentlich gehabt. Let's do this. Backup reinfahren. Dadurch sollte die Wartung wieder hochgehen. Jetzt sinkt die Einigkeit wieder. Alter! Weil es Leuchtfeuer an ist. Forschungslabor. Die Wachstumsschubverordnungen hauen mir natürlich jetzt auch rein. Oh Gott. Hey, ich muss meine Wirtschaft wieder ankurbeln. Lasst mich doch. Holy fuck, ich war gerade so vertieft, dass ich den schlimmsten Ausfall ever übersehen habe. Energie scheint wieder hochzufahren, Teraflops sind mäßig. Aber die Generatoren scheinen langsam wieder zu laufen.
Die Wartung springt nur noch nicht an. Wir haben hier keine Pumpen, Leute. Wird das mein Ende? Ich habe zum Glück Backup 600 davon. Bloß die ganze Anlage natürlich jetzt wieder zum Laufen zu kriegen, ist ein Wahnsinnsaufwand. Der Tank unterstützt schon mal gut. Einfach zur Unterstützung. Der kriegt auch Prio. Füllt das Ding irgendwie wieder auf, ganz schnell. Holy shit. Kein Labor verfügbar. Das ist mir gerade so wurscht, solange Mitarbeiter langsam wieder reinkommen. Nahrung haben sie ja noch. Gesundheit steht wieder. Warum ist eigentlich das bei mir jetzt wieder so schlecht? Ich habe das doch eigentlich so gut gehabt. Ich hatte mich doch so bemüht, dass das wieder gut ist. Habe ich mich selber ins Nirvana geschossen? Also die Produktion läuft wieder, das ist gut. Die Sachen, die defekt sind, sollten langsam hoffentlich wieder gehen. Mitarbeiter fehlen halt noch wahnsinnig. Es steht hier plus 20. Eigentlich müssten wir doch voll den Bevölkerungsschub kriegen, oder? Jetzt ist wieder die Anlage ausgefallen. Ich kann sie nicht reparieren. Unterstützen wieder mit ein bisschen. Du brauchst rote Wartung. Was ist mit der roten Wartung? Rote Wartung, rote Wartung. Weil kein Personal. Fucking shit of hell. Habe ich Fehler gemacht? Oh ja, fucking ja, holy shit. So, wir schmeißen dich jetzt wieder direkt in Reverse Gear. Was man da draus machen kann, interesting. Also kriege ich den Backlog wieder wenigstens rein. Jetzt ist das Ding fällt dauernd aus. Die Wartung ist bei 55% mittlerweile wieder. I don't check it. Jetzt läuft's wieder. Die Wartung braucht ewig, um wieder hochzufahren. Holy shit. Deswegen gleich sollte man 10.000 Backup-Sachen haben. Ui, das war unangenehm.
Ich sehe das erste Mal hier eine dauerhafte 1 und keine 0 mehr. Ob das ein gutes Zeichen ist? Wir haben keine mangelhaften Geräte mehr. Oh, ich die Wartung 2 reingeschmissen. Die Wartung 2 kriegt jetzt dann gleich eine... Ist natürlich für die Masse, die hier rausgegeben wird, ein bisschen blöd. Weil wir schlucken halt gerade sehr, sehr viel. Und das Backup-Lager muss wieder für die Grundwartung voll werden, ansonsten haben wir ein Problem. Also sobald eins wieder steht, sollte zwei auch wieder anfangen zu funktionieren. Langsam und stetig. Wir halten immerhin ein bisschen Wartung mittlerweile wieder in der Hand. Und ihr habt auch plus... Sobald das Lager voll ist, sollte das auch wieder besser ausschauen. Gut, dass ich vielleicht auch ein passives habe. Weil das macht das Ganze ein bisschen entspannter für uns. Holy fuck. Okay, Wartung fehlt noch bei einigen. Die Wartung hier sinkt lustig. Also warum sinkt die wieder? Obwohl sinken wirklich tun sie dich. Gut, gut. Stück für Stück geht's voran. Ihr seht schon, was ein kleiner Fehler ausmacht. Das erste Mal, dass wir wieder ein bisschen Wartung gesehen haben. Hochdruckturm 2 benötigt Förderstrecke. Fuck. Dadurch, dass das alles voneinander abhängt. Ist er ausgefallen? No fucking don't! Oh, fuck. Brauche ich jetzt ernsthaft Backup-Generatoren? Deswegen wollte ich ein Lager an Wartung 2 und alles haben. Ich kriege jetzt Wartung 2 nicht ran, genug für das Gerät, damit das wieder hochfahren kann. Ich habe keine Einigkeit mehr, obwohl ich jetzt mittlerweile wenigstens hier drin das zurückschrauben kann. Aber er hat keinen Strom mehr. Gott, das ist ein Teufelskreis. Und die alten Generatoren habe ich alle abgebaut jetzt. Und ich habe hier nur einen fucking Generator stehen. Und das auch nicht wirklich mit Wasser mehr, weil ich das Hauptwasser nach oben geleitet habe die ganze Zeit. Ganz ehrlich, Leute, darüber muss ich schlafen. Darüber muss ich echt schlafen. Ich habe kein Backup gemacht. Also keine Sicherung von irgendetwas. Ich könnte Kohle hier anschließen mit dem Wasserhahn nach da oben. So, warte mal, das machen wir jetzt schnell. Ich will wenigstens zum Ende der Folge wissen, dass wir es hingekriegt haben, uns wieder herzurichten. Problem ist aber gleich keine Einigkeit, um die herzurichten. Vielleicht kriege ich es doch hin. Flip. Und das machen wir jetzt doppelt nochmal. Dann vereinen wir das in eine Rohrverbindung. Schicken es mit einem Rohr 3 ins Herz der Anlage.
zwar direkt als hier mit Anschluss hin. Dann brauche ich eine U-förmige Förderanlage. Ein Stufe 3 Wasseranschluss, den ich hier abknöpfe. Und dann viel beten, dass das jetzt funktioniert. Ich höre Scheiße jetzt. Fuck. Leute, könnt ihr das ganz schnell bauen? Prio 1. Ich kann nicht schon wieder alles zu Null fallen lassen. Bitte nicht. Nicht nochmal. Wir haben die Ressourcen. Ich hab gedacht, ich habe das Spiel gedribbelt bis jetzt, ne? Ich habe jetzt gemerkt, nein, habe ich nicht. Kommen ein paar mit irgendwelchen Bausteinen daher. Da soll auch eigentlich keiner hin. Es passiert genau das, was hätte die gern. Oh! Oh, ist das übel. Und Einigkeit kriege ich auch nicht hin, weil. War da nicht mal früher mehr? Alles jetzt leben, warte mal, das ist wurscht. Weil keine Elektrizität mehr, weil dadurch kein Wasser mehr, weil dadurch keine Haushaltswaren mehr. Weil all das hier Strom braucht, bedeutet, es ist wie ein Wasserfall. Sobald was eingeht, ist vorbei. Ich kann nicht an Einigkeit kommen, um irgendetwas zu bauen. Kann ich mir das bauen? Aber die LKWs interessiert es auch nicht, dass ich gerne hätte, dass sie da hinten fahren würden. Holt doch bitte die Baustoffe, Leute. Wo seid ihr? Ja, ich weiß, dass ich nicht genug Wartung von irgendetwas habe. Ah, schlecht designt, so schlecht designt. Liefert nur Gestein nach dahin. Das ist keine Anlieferung, Leute. Aus, aus. Warum kann ich denn nicht fixen Leuten einfach sagen, hey, baut das mal. Ich habe euch auf Prio 1 gesetzt, alle. Ich habe für nichts mehr genug Einigkeit. Für nichts mehr. Habe ich mich gerade selber ins Ausgeschossen? Dadurch, dass ich die Stromgeneratoren falsch aufgesetzt hatte. Wir kriegen das wieder hin. Wir kriegen das wieder hin. Und nur ein paar LKWs, die sich mal berufen dazu fühlen. Kann ich nicht einfach
LKWs zuweisen, die damit jetzt rumfahren. Und sich kümmern, dass gebaut wird. Mann, ihr sollt die Aufgaben erledigen. Checken die nicht, dass zu bauen ist? Ich versteh's nicht. Warum baut keiner? Ich hätte gedacht, wenigstens das funktioniert noch in dem Fall. Ich habe Cholera gegen Wasserversorgung. Ich könnte sie natürlich per Hand liefern lassen, also wirklich sagen, weg, anliefern an und anliefern an und hoffen, dass dadurch sich ein paar Berufe befühlen, das zu tun. Ich hätte halt gehofft, dass wir das direkt mit Lager machen können, aber ich kriege ja nicht mal das in Gang. Und dadurch, dass der Generator kaputt ist, so, er liefert schon mal Kohle. Liefert auch irgendjemand Wasser? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich hatte gedacht, ich hab's unter Kontrolle. Kann er vielleicht auch nochmal auf Prio einsetzen? Vielleicht werdet ihr dann mehr beachtet, wenn ich euch bei der Priorität ganz hochstufe. Ach so, schön, ja, ihr seid jetzt auch alle Schrott. Fuck. Prio 1. Ich muss doch wenigstens irgendwie was an Energie reinkriegen, oder? Fällst mir jetzt nicht aus. Fällst mir jetzt nicht auch noch aus. Fuck. Jetzt fallen die ganzen Generatoren wieder aus. Ich komme nicht auf den Energieboost, den ich brauche. Ich
bräuchte nur 500 Wartung. Ja, ich bräuchte nur 500 Wartung. 14 Megawatt. Bist du damit jetzt bitte wieder in Betrieb? Jetzt bist du. Und der produziert nicht so, weil er wieder keinen Strom hat. Fuck! Wie viel Wartung hat er bekommen? Null! Was? Der braucht alle Wartung. Warum? Wie? Warum kann, wenn er Prio 1 hat, wer frisst denn noch die ganze Wartung von? Achso. Hier. Und ja, die sind eigentlich wichtig. Ich bräuchte bitte rein zuständige LKWs, die sich nur um das kümmern. Warum kümmert sich jetzt... Ich hab das System so verkackt. Oh Gott. Ja. Keine aktive Krankheit mehr, aber Gesundheit ist sowas von unten, weil ich kein Wasser mehr habe für die Leute. Ja doch, ich habe doch noch Wasser. Ah, die Wasseranlage. Also ist jetzt gerade das Problem, ich krieg keinen Strom mehr hin, weil die LKWs beschließen, nö, ich habe keinen Bock drauf. Du kannst auch keinem LKW spezifisch zu der Anlage zuweisen, um zu sagen, er soll dauernd schauen, dass er hier Wasser zuliefert und alles. Und ich kann auch nicht sagen, dass er die erstmal die komplette... Ja, ich glaube, ich habe es echt verkackt, komplett. Ich glaube, ich habe es geschafft, dass das Spiel einfach tot ist. Ich glaube, ich habe es original geschafft. Gut, Leute, das waren jetzt 48 Minuten von quälender Panik. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Ich glaube, ich habe offiziell den Spielstand geschrottet. Ich wüsste nicht, wie ich jetzt aus dem zurückkommen soll. Ich wüsste es echt nicht. Das sind dann wieder so Kleinigkeiten. Ja, okay, ich kann jetzt auf hohem Niveau hier meckern anfangen. Könnte ich machen. Ja, ja. Aber ist mir ehrlich gesagt wurscht. Ich habe es verkackt. Ich habe kein Backup für den Atomreaktor gemacht, habe den Atomreaktor übersehen und habe dann damit eine Kettenreaktion ausgelöst. Ich hatte auch keine Backup-Anleitung dafür, dass die Generatoren weiterlaufen. Im Sprich, genau das, was ich jetzt hier gerade aufsetze, wäre genau das, was ich die ganze Zeit hätte machen müssen. Hier eine Leitung rüber irgendwo hin und dann hier die Generatoren anstecken, die dann Dampf produzieren und in den Backup-Speicher vielleicht sogar direkt speichern. Habe ich nicht gemacht. Und ich habe einfach nicht auf die Wartung geachtet. Es ist eigentlich alles Schrott. Bedeutet, ich muss mal gucken, haben wir eine Save Point in dem Fall von bevor das passiert ist? Ich glaube. Ich werde mir das Ganze hier nochmal versuchen anzuschauen, vielleicht kann man es retten, ich glaube es eher weniger. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Wahrscheinlich mit einem Backspeicher, also mit einem davor gespeicherten Spiel. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.